Gratulieren! Ach, ich denn? Wir haben heute Montag, die Wette schlafen! Gratulieren! Ja, gratulieren dir! Ach, ich doch ein bisschen Ruhe! Na, es ist die höchste Zeit zum Aufstehen! Und du musst mir ganz schnell dahin erzählen! Nein, wir müssen auch nicht! Ach doch, haha! Wir haben auch gemacht, dass ich zu meinem Geburtstag ein Märchen hören kann! Und du hast mir eben zum Geburtstag gratuliert! Also habe ich Geburtstag, zack! Ich hol mal das Buch! Nein! Ach, ich steh auf! Wir hören nun das Märchen und ich habe Geburtstag, Tag. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag mache. Wäre doch nicht so. Beeil dich, zack, hopp. Wo bleibst du denn? Ja, ich komme ja schon, mein Gott. Hat man ja kein Schnell zu. Du hast hier gar keinen Geburtstag, weil du nicht alle Menschen haben mehr gekommen bist, gell? Du bist ein Kobold. Na, jetzt wissen wir es endlich. Wieso? Ja, ganz einfach. Wenn du mir Märchen erzählst, habe ich Geburtstag da. Also, dann gibt es nächstes Jahr erst wieder Märchen. Wieso? Jeder Mensch hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag. So eine Gemeinheit. Das ist viel zu wenig. Ich will mindestens dreimal Geburtstag haben im Jahr. Oh, Moment, ich hol mal das Buch. Also, jetzt passt auf. Kakaopulver mit etwas Zucker und der Stärk mehr bei Männchen und mit etwas Wasser. Was ist denn das für ein komisches Märchen? Ah, Pumuckl, es ist doch falsch. Es ist ein Kochesel für Pudding. Oh, so ein Pudding mach ich auch. Pudding. Der Pudding, der schmeckt so. Ah, Pudding. Ja, der Pudding. Ja, so ist es. Schau mal, was haben wir denn da? Mobel ist kein Kai. Rotbau, Abrechnung? Nein, brauchen wir nicht. Du, sag mal, was erzählt man überhaupt im Märchen? Naja, über alles. Über Prinzen und ihre Prinzessinnen. Tassen und Inkel. Mäusen und Katzen. Mäusen und Katzen? Bah, Teufel! Meistens klingt es unlogisch, aber es gibt immer eine gute Mochart wie gelesen. So etwas über Klavatermänner im Meer des Märchen gibt es auch? Klavater? Am Meer? Im Märchen? Das glaube ich nicht. Ja! Welches Märchen haben wir? Abenteuer der Klabautermänner, allgemeine Gedichte und Reime. Klabauter hört her, ich komme auf Herzen. Klabauter hört zu, ich komme nun. Jetzt komme ich zurück, ich singe von Glück. Ich singe von lauter Glück. Ach, Glück hier, ganz schön und einzigartig. Ich bin der Glück, du musst dich da alle Seiten! Pumuckl, der noch stinkt! Was sagst du, Pumuckl stinkt? Das war ich nicht, das war du! Das stinkt! Ah, das ist es. Komm, hier ist das Märchen von Gebrüderchen. Von denen sie die berühmtesten Märchen alles essen. Ein Gedicht mit Märchen, so bin ich gleich verloren. Das muss ich lange überlegen. Na gut, komm mal her. So, Kätzchen, das ist ein schönes Märchen. So, das ist die Geschichte vom Hübchen Rotkäppchen. Also, hier ist die berühmte Rotkäppchen. Die Mutter bittet Rotkäppchen, Essen und Trinken zu ihrer Oma zu bringen. Rotkäppchen setzt ihr rotes Käppchen auf, gibt den Kohl und geht in den Wald. Danke, Mama, ich werde schon alles gut machen. Ist doch gut, so weiter jetzt. Sie wohnt ungefähr eine halbe Stunde von hier. Ach so, du bist